Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem NoGeist-Kanal. Heute wollen wir uns ein bisschen mit der Magic-Terminologie beschäftigen, denn ich habe gemerkt, dass es für neue Spieler oft schwer ist, mit den Begrifflichkeiten, die sich so über die Jahre eingeschlichen haben, klarzukommen. Und deswegen dachte ich mir, ich schlüssel einfach mal ein paar der Begriffe auf, die häufig verwendet werden. Dabei habe ich mich jetzt erstmal an mir selber orientiert, was ich häufig verwende. Wenn euch bestimmte Begriffe auffallen, die ihr gerne einmal erklärt haben wollt oder mit denen ihr am Anfang bei Magic Probleme hattet, packt die gerne in die Kommentare, denn es wird definitiv einen zweiten Teil von diesem Video geben. Ich dachte mir, wir starten mit den verschiedenen Mana-Kombinationen, beginnend mit den Gilden. Decks in bestimmten Farbkombinationen werden sehr häufig nach den entsprechenden Gilden benannt oder eben nach den entsprechenden Charts, aber dazu später. Wir fangen einmal mit Simic an. Simic ist generell die Bezeichnung für grün-blaue Decks. Azorius ist die Bezeichnung für weiß-blaue Decks. Dimir ist die Bezeichnung für schwarz-blaue Decks. Boros sind die rot-weißen Decks. Grull sind die rot-grünen Decks. Zeleshnya sind die weiß-grünen Decks. Izzet sind die blau-roten Decks. Orzhov sind die weiß-schwarzen Decks. Rakdos sind die rot-schwarzen Decks. Und Golgari sagt man zu den schwarz-grünen Decks. Neben diesen Deckbezeichnungen für zweifarbige Decks gibt es auch die Bezeichnungen für die dreifarbigen Decks, beginnend mit den Tribes aus Khans of Tarkir, den Madu mit Rot, Schwarz und Weiß, Temur mit Grün, Blau und Rot, Yeskai mit Rot, Weiß und Blau, Sultai mit Grün, Schwarz und Blau und Apsan mit Weiß, Grün und Schwarz. Aus dem Alara-Block gibt es außerdem Bant für Schwarz, Weiß und Blau, Yunt für Grün, Rot und Schwarz, Espa für Weiß, Blau und Schwarz, Grixis mit Rot, Schwarz und Blau. Und zu guter Letzt Naya mit Grün, Weiß und Rot. Häufig werden außerdem Keywords verwendet, um Deckstrategien zu erklären. Da haben wir unter anderem die vier großen Deckstrategien. Zum einen Agro-Decks. Agro-Decks haben es sich zum Ziel gemacht, möglichst schnell die gegnerischen Lebenspunkte auf Null zu senken. Sie zeichnen sich häufig durch eine sehr niedrige Curve aus. Und ein klassisches Beispiel dafür wären die Red Deck Wind Stacks, also Low to the Ground, rote Aggro Decks. Oder zum Beispiel auch White Weenie Strategien, also kleine weiße Kreaturen, die sich häufig mit Pump-Effekten gegenseitig unterstützen. Die zweite Deckstrategie ist Kontrolle. Kontrolldecks möchten das Spiel in die Länge ziehen, spielen in der Regel mächtige Zauber und Interruption, also Unterbrechungszauber, um gegnerische Kreaturen zu handeln und über lange Zeit einen Vorteil zu erringen. Unter anderem durch Kartenvorteil, oder eben dadurch, dass sie große Control-Finisher spielen im 5-Mana-Slot oder höher, gegen die der Gegner dann nicht mehr ankommt oder die sie mit Counterspells oder ähnlichen Karten schützen können. Als drittes hätten wir Combo-Decks. Die sind im Standard etwas seltener, tauchen aber auch immer wieder mal auf. Combo-Decks versteifen sich darauf, so lange zu überleben, bis sie ihre Combo raussuchen können. Das sind häufig zwei oder drei Card-Combos, die ihnen einen so großen Vorteil verschaffen, dass das Spiel quasi gewonnen ist oder dass man direkt das Spiel durch diese Combo gewinnt. In Modern und anderen älteren Formaten ist das ein deutlich häufiger vertretener Decktyp. Zu guter Letzt haben wir bei den Deckstrategien noch die Midrange-Decks.
Midrange-Decks sind Decks, die vor allem im 3-, 4- und 5-Mana-Slot starke Einzelkarten spielen, die für sich selber oder auf Zeit Kartenvorteil generieren. Und in den Early-Slots wird dann häufig Interaction gespielt, Removal-Spells oder ähnliches. Bei allen Deckstrategien ist es immer relevant zu wissen, dass nicht jedes Deck einer der vier Deckstrategien zugeordnet werden kann, sondern dass es eben auch Combo-Kontrollhybride zum Beispiel gibt. Oder Aggro-Midrange-Decks, also Aggro-Decks, die schon eher in die Midrange-Schiene gehen, beispielsweise bei Grull-Decks. Zu guter Letzt möchte ich einfach noch ein paar Einzelbegriffe erklären, wie zum Beispiel ETB. ETB steht für Enters the Battlefield. Das sind Effekte, die ausgelöst werden, wenn eine Kreatur oder eine bleibende Karte das Spielfeld betritt. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel der hungrige Chupacabra. Wenn wir in Magic von einem Playset sprechen, sind damit immer vier gleiche Karten gemeint. Also die maximal erlaubte Anzahl einer Karte im Deck. Als Deck to Beat bezeichnet man in der Regel das oder die stärksten Decks im aktuellen Format, an denen sich jedes andere selbstgebaute Deck me messen muss, um kompetitiv spielbar zu sein. Ein Drawback ist ein negativer Effekt einer Karte. Häufig werden diese verwendet, um eine Karte nicht zu stark zu machen oder ihre geringen Mana-Kosten zu rechtfertigen. Ein Drawback kann es zum Beispiel sein, wenn eine Kreatur unter gewissen Umständen schwächer ist, als sie es sonst wäre. Priorität oder Priority ist eure Chance, mit dem Spiel zu interagieren. In der Theorie wird zwischen jeder Aktion die Priorität zwischen den Spielern hin und her gewechselt. Beispielsweise, wenn ein Spell gecast, wenn ein Zauber gewirkt wird oder man einen der Untersteps der Runde weitergibt. Jedes Mal bekommt der Gegner kurz Priorität und man selber wieder. Und das so lange, bis beide Spieler alles gemacht haben. Dies ermöglicht es euch, jederzeit aktivierte Fähigkeiten zu verwenden. Wenn ihr die Prioritäten einmal sehen wollt, könnt ihr den Full-Control-Modus über Steuerung anmachen. Und dann kriegt ihr jedes Mal Priorität, wie ihr sie halt auch im Kartenspiel sonst bekommen würdet. Als One-Off bezeichnet man eine Karte, die nur ein einziges Mal in einem Turnierdeck drin ist. Das kann verschiedene Gründe haben. Manchmal hat man eine Karte nicht häufiger. Manchmal spielt man aber auch gezielt One-Offs, weil man beispielsweise die Möglichkeit hat, sich Karten aus dem Deck rauszusuchen. Ich hoffe, dass ich mit diesen Begriffserklärungen einigen neuen Spielern da draußen helfen konnte und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Spielen.